Heute möchten wir euch die vier verschiedenen Displays von Bosch vorstellen. Hallo, servus, ich bin der Felix von Multicycle und ich möchte euch heute die vier verschiedenen Bosch Displays an den E-Bikes vorstellen. Wir sehen hier ganz links das Bosch Purion, wir sehen daneben das Bosch Intuvia, das Bosch Kiox an dritter Stelle und ganz neu 2021 überarbeitet das Bosch Nyon. Ich habe hier auch noch das alte Nyon dabei. Wir sehen schon, es hat sich einiges verändert. Das möchten wir euch nachfolgend nochmal genauer erklären. Wir beginnen mal mit dem Bosch Purion. Das ist das einfachste Display, das wir verbauen an den Rädern. Es ist verbaut an den Rädern unterhalb der 3000 Euro. Das heißt, an Trekkingrädern oder Mountainbike wird dieses Display explizit verbaut. Wir sehen hier an dem Display, wir haben eine Plus- und Minus-Taste. Des Weiteren haben wir oben den On-Off-Knopf und unten haben wir die Schiebehilfe. Da kommen wir später noch dazu. Über die Plus-Minus-Taste zu steuern ist die motorische Unterstützungsstufe. Das heißt, wir haben fünf verschiedene motorische Unterstützungsstufen, beginnend natürlich mit dem Modus Off. Hier fahre ich ohne motorische Unterstützung, ist ganz klar. Eco ist die kleinste motorische Unterstützungsstufe. Über Tour und EMTB bis hin zum Turbo haben wir dann die größtmögliche motorische Unterstützungsstufe. Wir haben unten die Akkuanzeige. Wenn der Akku voll ist, haben wir hier fünf Balken. Wir haben oben die Geschwindigkeitsanzeige. Sollte auch ganz klar sein. Dann haben wir die Minustaste, funktioniert wie eine Art Menütaste. Das heißt, wenn ich die Minustaste gedrückt halte, zeigt es mir einmal die Tageskilometer an. Wenn ich sie zweimal gedrückt halte, zeigt es mir die totalen Kilometer an. Das heißt, die gesamte Fahrstrecke, die ich mit diesem Rad zurückgelegt habe. Nochmal Minus gedrückt, zeigt mir die Reichweite an. Wie weit komme ich in diesem Akkustand, in dieser motorischen Unterstützungsstufe noch? Das heißt, wir sind jetzt im Turbo-Modus, kommen mit zwei Balken noch 12 Kilometer. Wenn wir hier natürlich nach unten schalten, wenn wir sagen, wir gehen jetzt EMTB, Tour oder gar Eco-Modus, dann wird hier natürlich die Reichweite des Rades noch mehr. Dann haben wir hier unten haben wir die Schiebehilfe. Das heißt, wenn ich wirklich mal in ein Terrain komme, wo ich sage, jetzt kann ich nicht mehr fahren, ich möchte das Rad schieben, kann ich diese Schiebehilfe aktivieren. Ich drücke kurz hier unten drauf, dann habe ich 3 Sekunden Zeit, um die Plus-Taste gedrückt zu halten. Wenn ich das tue, fährt das Rad von selbst los und ich kann das Rad auch problemlos in einem raueren Gelände schieben. So weit, so gut. Das war das Bosch Purion. Das zweite Display, das wir euch vorstellen möchten, ist das Bosch Intuvia. Das Bosch Intuvia ist ein Display, das durchgehend auf Trekkingrädern verbaut wird. Wir sehen jetzt schon, gegenüber dem Purion hat sich einiges verändert. Wir schalten das Ganze mal ein. Wir haben die Bedieneinheit jetzt nicht mehr direkt am Display verbaut, sondern wir haben die Bedieneinheit hier links am Lenker. Wie beim Purion auch, sehe ich hier die Geschwindigkeitsanzeige, die Akkuanzeige wieder in 5 Balken und die motorischen Unterstützungsstufen, die ich hier über die Bedieneinheit verstellen kann. Bei dem Bosch Intuvia habe ich jetzt hier dazukommend diesen Lichtknopf. Darüber kann ich das Licht einschalten. Wir haben jetzt hier das Kathmandu 45, daher ist das Licht immer an. Normalerweise kann ich das Licht aber darüber anschalten. Wir haben dann eben hier links die Bedieneinheit zu dem Display. Über die Infotaste kann ich mir sämtliche Daten aus dem Display entnehmen. Das heißt, wir haben hier die Uhrzeit, die Maximalgeschwindigkeit, die ich gefahren bin mit diesem Rad. Wir haben die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Fahrzeit, die ich mit diesem Rad unterwegs bin, die Reichweite, wie weit komme ich in dieser motorischen Unterstützungsstufe mit diesem Akkustand. Wir haben die Strecke gesamt, die das Rad zurückgelegt hat. Wir haben die Strecke, die ich heute gefahren bin, beziehungsweise die Tageskilometer. Und dann haben wir wieder den Homebildschirm mit der Uhrzeit. Ansonsten gibt es dazu nichts weiter zu sagen. Ich kann das Display eben links über diese Bedieneinheit steuern, kann aber auch jederzeit sagen, dass ich das Display hier über die Infotaste steuere. Des Weiteren ist das Display zu entnehmen. Das ist beim Purion nicht der Fall. Ich kann das Display hier hinten über Druckknopf nach vorne runterziehen. Dann habe ich das Display problemlos in meiner Hand und kann es auch entnehmen. Kommen wir nun zum dritten Display, das wir vorstellen möchten. Das ist das Bosch Kiox. Drei passend ganz gut. Das Display ist jetzt das dritte Jahr auf dem Markt.
Wir sehen hier den Display einzuschalten, hier unten links. Die Bedieneinheit hat sich ein bisschen verändert. Das heißt, wir haben nicht mehr wie beim Intuvia diese Infotaste, sondern wir haben hier plus minus motorische Unterstützungsstufen zu steuern, ganz klar. Jetzt haben wir nicht mehr diese Infotaste, sondern können explizit nach rechts und nach links scrollen. Kommen wir nun zum Display. Das Display ist ein 1,9 Zoll Farbdisplay und ist transmissiv. Das heißt, selbst bei starker Sonneneinstrahlung habe ich eine optimale Lesbarkeit. Beim Kiox ist es jetzt so, das Kiox ist ein Display, das ich bei allen Bosch-Motoren ab 2014 nachrüsten kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Reaction-Hybrid habe, zum Beispiel pro Ausstattung, kann ich das Bosch Kiox nachrüsten. Ich kann das Purion zurückgeben beim Fachhändler und kann das Kiox jederzeit nachrüsten. Nachrüsten kostet in etwa mit Verbau 249 Euro. Dann ist es so, ich kann das Ganze hier über die Bedieneinheit steuern. Wir gehen mal hier nach rechts. Wir sehen auch, dass jetzt bei diesem Display Farbe mit ins Spiel kommt. Das heißt, je nachdem, welche motorische Unterstützungsstufe ich drin habe, habe ich hier bei Eco einen grün hinterlegten Bildschirm, Tour blau, EMTB lila und Turbo rot. Wenn wir jetzt hier mal durchklicken, haben wir die Uhrzeit. Wir haben die Reichweite wieder in dieser motorischen Unterstützungsstufe. Auch hier, wenn ich nach unten schalte, wird die Reichweite dementsprechend mehr. Wenn ich weitergehe, habe ich die Fahrzeit, die ich mit diesem Rad gefahren bin. Ich habe die Streckenangabe. Ich habe jetzt hier neu im Vergleich zu den anderen beiden Displays meine Leistung. Da sehe ich, wie viel Watt verbrauche ich gerade in dieser Trittfrequenz. Die Trittfrequenz explizit kann ich mir unten links anzeigen lassen und die Beats per Minute, Herzfrequenz, kann ich mir messen lassen über einen Brustgurt. Des Weiteren habe ich die Durchschnittsgeschwindigkeit und auch die maximale Geschwindigkeit, die ich ablesen kann. Hier habe ich eine kleine Übersicht, vier verschiedene Screens, die ich mir untereinander so legen kann, wie ich es haben möchte. Mir zeigt es sogar an, wie viele Kalorien ich bisher verbrannt habe und auch die Gesamtstrecke, die ich mit diesem Rad gefahren bin. Was jetzt neuerdings seit 2020 möglich ist, kann ich das Bosch Kiox updaten lassen und kann hier mittels Bosch E-Bike Connect App auch hier ein Navigationssystem, ein vereinfachtes Navigationssystem draufspielen lassen. Soweit, so gut. Was sich noch geändert hat im Vergleich zu den anderen Displays ist, dass ich die Akkuanzeige nicht mehr in Balken habe, sondern hier eine genaue Akkuanzeige, wie wir hier eben sehen, 24% ist dieser Akku jetzt voll. Das war's soweit zum Kiox. Kommen wir nun zum vierten und zum neuesten Display, das ist unser Bosch Nyon. Wir sehen jetzt hier schon, wir haben einen größeren Bildschirm mit 3,2 Zoll. Auch dieses Display kann ich bei allen Motoren ab dem Jahr 2014 nachrüsten. Das Nachrüstkit hat es hier allerdings in sich und liegt bei etwa 399 Euro. Wir sehen hier die Bedieneinheit hier links, ist die gleiche Bedieneinheit wie beim Kiox. Da hat sich nichts verändert. Allerdings im Vergleich zum Kiox und den anderen Bildschirmen haben wir hier natürlich die Möglichkeit, und das ist ganz neu, das Ganze per Touchscreen zu steuern. Ich kann eben dieses Display über Touch steuern, aber auch jederzeit sagen, ich scroll hier durch über die Bedieneinheit. Es ist so, dieses Touchpad ist auch bei Regen und Staub funktionsfähig und auch für touchscreenfähige Handschuhe geeignet. Das heißt, auch wenn es regnet, kann ich dieses Display per Touch steuern. Es ist so, die grundlegenden Funktionen sind teils gleich geblieben. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, neu dazugekommen ist die Höhe. Ich habe jetzt eine Höhenangabe dabei bei diesem Display. Zurückgelegte Strecke, Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, das bleibt alles gleich wie beim Kiox. Ganz neu ist jetzt ein voll integriertes Navigationssystem. Das heißt, wir haben bei diesem Display die Möglichkeit, das Ganze über ein Navigationssystem zu steuern. Wenn ich hier jetzt beispielsweise eingebe und ein Ziel suchen möchte, kann ich hier jederzeit die Cosine beispielsweise bei uns in der Heimat auswählen, kann dann sogar sagen, ich möchte das Ganze erstmal planen, was ich fahren möchte. Möchte ich die schnellste Tour fahren oder möchte ich durchs Gelände über die Mountainbike-Tour? Dann zeigt er mir verschiedene Routen an, die ich jederzeit fahren kann. Das Ganze kann ich dann starten, dann dauert es kurz, das Programm lädt die Strecke in den Bildschirm.
Dann zeigt es mir hier an, wann ich wie abzubiegen habe. Das heißt, jetzt hier befinden wir uns bei Cube Bikes. In 100 Metern müsste ich jetzt links fahren. Das Schöne ist, mir zeigt es an, wie weit muss ich fahren und wann komme ich dort an. Des Weiteren habe ich auch die Möglichkeit, hier unten, mir das Ganze in 3D anzeigen zu lassen. Ich kann das Ganze wählen, möchte ich es in 3D sehen oder möchte ich es in 2D sehen. Also das ist eine ganz neue Charge, in die man da reingeht. Ich habe viel mehr Möglichkeiten mit dem Display. Dann kann ich euch auch ganz kurz zeigen, was mit diesem Display und dem Navigationssystem alles möglich ist. Das heißt, wenn ich hier auf die Suche gehe, habe ich hier in der Mitte diesen Button POI. Dort kann ich draufdrücken und habe dann die Möglichkeit, dass ich mir sämtliche Möglichkeiten, die ich unterwegs machen kann, machen möchte, anzeigen lassen kann. Das heißt, wenn ich die Mittagspause machen möchte, kann ich hier auf Gastronomie klicken, je nachdem, was ich essen möchte, Gaststätte, Restaurant oder ich möchte Fastfood essen, kann ich das Ganze hier auswählen und dann zeigt es mir sämtliche umliegende Fastfood-Imbisse an, die sich in meiner Gegend befinden. Also hier ist einiges möglich. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt einen Platten oder keine Ahnung, dann kann ich hier auf Fahrradservice gehen, suche den nächsten Fahrradladen, zeigt es jetzt in unserem Fall unseren Laden hier an. Also damit habe ich einige Möglichkeiten mit dem ganzen Navigationssystem das Ganze zu steuern. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, und das ist auch neu, mir zeigt es jetzt an die Nutzung, welchen Fahrmodus ich explizit nehme. Das heißt beispielsweise, ich bin 50 Kilometer unterwegs, zeigt es mir an, das Display, du bist 25% im Eco-Modus gefahren und vielleicht 50% im Tourenmodus. Auch neu ist die Durchschnittsleistung, die ich verrichte. Das heißt, mir zeigt es an, der Motor, was leistet der Motor, was leiste ich. Wenn ich jetzt natürlich durchgehend im Turbomodus fahre, ist klar, dass ich dort natürlich überwiegend durch Motorkraft fahre. Auch neu ist die Anstiegsanzeige in der Mitte rechts. Das ist auch neu, ist im Vergleich zum Kiox nachgerutscht. Die maximale Geschwindigkeit bleibt gleich, auch die kann ich mir hier anzeigen lassen. Des Weiteren kann ich beispielsweise auch das Farbschema wählen. Wenn ich sage, ich möchte das Ganze weiß haben, ist das möglich. Ich kann mein Handy via Bluetooth verbinden und ich kann zum Beispiel auch einstellen, in Sachen Helligkeit möchte ich das Ganze heller haben oder ich sage, in Sachen Helligkeit kann ich das Ganze automatisch anpassen lassen. Das heißt, dass sich die Helligkeit des Displays je nach Umgebungslicht anpasst. Hier habe ich den Homebildschirm. Das Display kann ich natürlich auch jederzeit entnehmen, wie das Kiox auch. Habe ich hier hinten einen Griff, kann ich das Ganze abnehmen, läuft über Magnet. Genau wie beim Kiox kann ich das Ganze aber auch fest verschrauben lassen. Dann ist es so, es ist auch tatsächlich so, dass dieses neue Bosch Nyon bezieht den momentanen Akkustand in die Routenplanung mit ein und warnt, wenn das Ziel ohne Zwischenladen nicht erreicht werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tour plane, die über mehrere Kilometer geht und mir das Display zeigt mir das Display an, ob ich das Ganze mit einer Akkuladung fahren kann oder ob ich hier einen Zwischenstopp machen muss und zwischendurch laden muss. Soweit, so gut. Das war's zum neuen Bosch Display, dem Bosch Nyon. Das Nachrüstkit wird in etwa im Oktober rauskommen.